Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit. Entei kommt in die Raids. Ab 10 Uhr waren die Eier da, ab 11 Uhr gingen die Eier auf. Ich hatte Glück, dass ich direkt einen Raid hier habe, der 11.12 Uhr aufging. Den haben wir auch gepostet. Das ist hier die, wie heißt es nochmal, großes Wandbild am Goldbach. Und hier bin ich jetzt hochgegurkt. Jetzt geht's hier noch weiter, jetzt geht's da noch weiter. Alles ist verschneit, alles ist brutal, aber wieder kurze Hose am Start, ihr wisst Bescheid, für die Abwehrkräfte. Wir wollen mal ganz kurz gucken, wer dabei ist im Community Raid. Habe ich wieder gepostet, nicht nur den Raid, sondern auch eine kleine Übersicht. Natürlich haben die Leute jetzt angefangen, sich in der Übersicht einzutragen, was die Konda sind. Dabei ist der Raid doch extra. Kulidita ist auf jeden Fall am Start. Louis Marx, Carsten, Moro der Starke, Baumlieber, Hannes, Kevin, Linus der Pinus, Joto Tox und beim Lukas Fürst nur den ersten Account, GHJ. Weil Lucissi ist leider nicht mehr drin. Das wäre dann die 11. gewesen. Wir können ganz kurz nochmal auf die Konda drauf schauen. Hier ist das ja, merkt euch auf jeden Fall den Wert. 1984 und 2480 bei Wetterboost. Ist auf jeden Fall deutlich leichter als Kyogre und Groudon. Ihr seht hier, zwei Spieler sind orange, drei Spieler sind hellorange, vier oder fünf sind schon gelb. Ne? Und ihr braucht natürlich Gesteins-Pokémon oder halt Wasser-Pokémon. Selbst Kingler ist hier dabei auf Platz 4. Und auf ersten Platz Katapult Steinhagel hier ein Ramaidon. Wo ist Despota? Jetzt habe ich mir extra die Despota-Armee gemacht und ich finde keins in dieser Liste. Weil alles wahrscheinlich trotzdem noch effektiver ist. Also ihr seht, es gibt immer wieder neue Pokémon, die ihre nützlichen Gebiete haben. Jetzt müssen wir schnell hier noch was fangen. Bevor der Raid losgeht, dann muss ich mal gucken, setze ich mich rein, baue ich das hier draußen irgendwo auf, schaue ich mir an. Und was wollen wir fangen? Was passt am besten? Am liebsten das Gengar, aber das ist ja keins. Wir nehmen mal das kleine Sonnenkern mit hier. Ansonsten, Wetter geht, war schon schlimmer, könnte noch ein bisschen schneien und... Entei wechselt, ich kann es auch gleich, ach, das sage ich dann. Das berät man dann im Raid. Jetzt erstmal fix hinmachen. Nicht so viel quatschen, Ramses. Die Leute warten. So, wir haben uns jetzt trotzdem für die Invariante entschieden. Das heißt, wir haben mal hier die Handys ausgepackt auf dem IKEA-Tablet. Halter, wir holen schon mal die Pässe raus. Wir müssen gleich hier auch drauf, müssen einladen mit den iPhones. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich euch hinstellen soll. Das Problem ist, draußen, es fängt jetzt doch mehr an zu schneien. Und ja, ich habe im Prinzip keine Möglichkeit, großartig euch irgendwo draußen hinzubasteln. Mann, ist das kompliziert hier mit diesem Teil. So, jetzt schieb dich doch ein Stück noch ran und mach mal was Sinnvolles. So? Ach, keine Ahnung. Sieht's aus wie, als würde ich ein krasses Musikvideo drehen, Bruder. Ich muss aber eigentlich auf die andere Seite. Ein Stück. Ach, wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach so. Wir werfen jetzt hier mal die Pässe ein. Oh, ich muss ich dann wieder irgendwo an den Rand schmeißen. Leider ist es draußen wirklich so nass. Ne? Es fängt jetzt auch viel mehr an zu schneien. Ich habe keine Möglichkeit, mich auch irgendwo unterzustellen oder irgendwo das Handy abzulegen. Baumlieber, Moro, Louis, Kurli, Carsten, Kevin. Wieso sind da jetzt so viele? Jotox? Hä? Ich habe bei denen vergessen, die anderen mit den Punkten zu löschen. Gut, dann nochmal drauf. Jetzt konzentrieren. Wer wo was hat. Das ist ja wieder Vorbereitung. Jotox. Linus. GH. Sind Kevin hier drüben schon eingeladen, ja? Im Endeffekt sind das die zwei, die erst jetzt eben angenommen hatten. Da wird es wieder extra kompliziert. Ah. Hannes war auf jeden Fall hier noch dabei. Genau, Hannes hier noch. Hier sehe ich leider nicht mehr, wen ich eingeladen hatte. Nochmal auf den Punkt. Kevin.
Ich lade einfach den Kevin ein. Ich glaube, ich habe den Kevin jetzt zweimal, aber egal, wir nehmen den Kevin da einfach nochmal mit. Wir sehen es ja gleich. Da kann ich mir die Anranze dann wieder abholen. Wir haben hier auf jeden Fall Terrakium am Start. Wir haben hier Palkia am Start. Wir haben hier Wasser. Ach, Wasser. Wir haben hier Garados und Rihonyo. Hier haben wir Hiron. Rihonyo, hier haben wir Palkia, Kyokre, bei mir auch lauter Kyokre am Start, okay. Die oberen zwei kann ich jetzt leider nicht spielen, wir spielen natürlich nur die unteren, mal gucken, ob ein Shiny irgendwo dabei ist. 15 Leute sind drin, 16 steht jetzt hier oben, jetzt sind 16. Entweder sind noch Fremde mit drin oder es haben alle geschafft. Also sorry, war wieder mal eine... recht chaotische Vorbereitung, sage ich mal. Ich spiele jetzt auf jeden Fall nur mit denen hier unten. Ich habe sogar außen geguckt. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht legst du es einfach auf die Motorhaube. Aber ich stehe eh schon am Berg. Das heißt, das Auto ist sowieso im 45-Grad-Winkel nach vorne unten geneigt. Die Motorhaube ist bekanntlich ja auch eigentlich geneigt. Auch nach unten hin. Wenn ich da jetzt was draufgelegt hätte, das wäre einfach wie eine McDonald's-Rutsche. Das wäre einfach direkt weggeschmiert. Außerdem war die Motorhaube auch komplett nass. Ich musste vorhin erst 10 Liter Schnee runterkratzen. Deswegen machen wir es hier drin. Komischerweise sind die Raids, die um 11 Uhr aufgehen am Dienstag, immer um die Zeit, wo das wechselt, immer die, die hier oben beim Wildgehege oder am Waldrand oder sonst was sind, nie irgendwas in der Stadt, wo man vielleicht eine Bank hat, eine ebene Bank, wo man vielleicht irgendwie... eine Überdachung hat, wo man sonst was hat. Einmal hatte ich ja Glück mit dieser Schutzhütte, dass sie da mitten im Wald stand und davor ein Tisch, da konnte ich wenigstens das Zeug ausbreiten. Aber hier auf der Motorhaube hätte das jetzt wahrscheinlich gar nichts gebracht. Außerdem Entei, wie gesagt, ab 10 Uhr in den Eiern, ab 11 Uhr erschienen. Aber im Gegensatz zu den anderen der vergangenen Tage bleibt das nicht. Eine Woche. Normalerweise waren die ja immer da von Dientstag bis wieder Dienstag. Entei haut aber schon am Sonntag um 10 Uhr wieder ab. Das heißt, wir haben nur am Samstag die Möglichkeit, Raids für Zuschauer effektiv zu machen. Gleichzeitig kommt ja Raikou schon am Sonntag und wird direkt am Sonntag empfangen mit Raids für Zuschauern. Hier ist auch ein Shiny drauf, sehe ich jetzt gerade. Hier oben haben wir 1927, 1944, 1947, 1953. Hier ist ein Shiny, das können wir euch so nochmal zeigen. Zack, da seht ihr das Shiny-Symbol, wie es da rum macht. Jetzt gucken wir mal kurz nach dem Großen. Ich drücke mal hier unten drauf. 18 Bälle sind es auf jeden Fall. Ist kein Shiny. 1960 ist das Höchste jetzt. Aber obwohl es das Höchste ist, ich glaube, der Wert war irgendwas mit 80, 84, sonst was. Wir schmeißen das mal alles hier jetzt zur Seite. Darum kümmern wir uns später. Das Shiny nehmen wir dann noch mit. Okay. Oder wir halten das schon mal fürs Thumbnail rein, so irgendwie, wenn man das sieht. Thumbnail? Ich erkenne überhaupt nichts. Es spiegelt so sehr. Wir machen mal anders. Ich fange jetzt erstmal das Große in Ruhe. 1960. Mal gucken. Ihr wisst, Kyokre richtig schlecht zu fangen. Also richtig nervig, wenn man keine Geduld hat. Dadurch, dass das immer zu hin und her geht. Bei Groudon richtig super zu fangen. Es saß ja eh nur blöd rum. Entei hat auf jeden Fall einen relativ großen, einfach fabelhaften Kreis. Bei anderen wäre das gerade mal großartig. Bei ihm ist es schon einfach fabelhaft. Der schwimmt auch nicht nach links und rechts. Der sitzt schön in der Mitte. Der ist aggressiv, der greift oft an. Was natürlich von Vorteil ist. Ihr müsst halt nur weit genug werfen. Ich habe gerade wieder gemerkt, wie es einfach abgeschmiert ist. Ist aber eigentlich, ist wie Urlaub, ja. Wenn ihr euch wirklich ein bisschen anstrengt und darauf achtet, was ihr macht, dann müsste das super gehen. Da steht eine Frau neben meinem Auto, Hilfe! Wir hauen mal drauf, also ich bin mir sicher, dass der drin bleibt. Zack, nächster, einfach fabelhaft, auch wieder in die Schnauze geworfen. Ich höre... Ich glaube, gleich kommt ein Schneepflug und schiebt mich einfach weg, wenn es so weitergeht. Aber das ist ja bei allen drei Raubkatzen so. Die sitzen ja alle drei in der Mitte, ja. Die haben alle drei die Ruhe weg. Und dann stößt es den mal sauer auf. Und dafür kriegen sie gleich den fabelhaften Wurf hinten drauf. Dürfte also kein Problem sein. Wären also drei
entspannende Raid-Bosse, wenn es ums Fangen geht. So, ja, freudig. Bin mal gespannt, wie viel Bälle habt ihr, wenn ihr mitmacht, wenn ich euch einlade. Ich habe gestern, habe ich auch ein paar Raids gemacht, wurde ich auch bei dem einen eingeladen. Das war richtig heftig. Da haben wir sogar 21 Bälle gleich gehabt oder so, trotz Einladung und ich die Arena eigentlich nicht gekannt habe. Oder 19 habe ich auch oft, aber manche, wenn die eingeladen werden und sind halt nicht so gut vom Level her und haben nicht so viele Pokémon, die gut Schaden machen, und dann ist es auch noch eine andere Teamfarbe und dann ist es noch eine andere Arena und dann ist es eine neue Arena. Haben wir oftmals Leute auch, die sagen, ja, sie hatten nur 6-7 Bälle gehabt. Früher war das so richtig schlimm. Obwohl ich glaube, heutzutage wird gar nicht mehr so viel Wert auf das auf den Arena-Fortschritt gelegt und auf die Arena-Farbe, da es jetzt meistens nur noch um die Schnelligkeit geht. Und deswegen jeder, der schnell mit besiegt hat, kriegt auch automatisch mehr Bälle. Früher musste man so vieles beachten. Früher hast du da gestanden und gesagt, ah, die Arena ist blau, blau macht alleine, dann hat blau den meisten Schaden, also den Teambonus, blau hat den Bonus von der Arena, blau, blau hier, blau da, danach kann ja die rote Runde machen. Und dann habt ihr den Unterschied gemerkt, wenn die Roten dann dran waren an der blauen Arena, wie wenig Bälle es auf einmal gab. Selbst bei den X-Raids, wenn da 100 Leute rumgestanden haben und dann wollten die immer, die haben um jeden Ball gegeiert und immer gesagt, ja, nee, wenn wir alle reingehen, dann ist das ja so verschieden, dann haben wir ja dann rote und blaue und gelbe und dann kriege ich ja den Teambonus nicht, dass mein Team das stärkste war und die meisten Mitspieler hatte. Deswegen haben die selbst bei den X-Raids damals bei uns heftig alles getrennt. Die Blauen durften nur zusammen als Blaue rein. Danach mussten die Roten extra machen, danach die Gelben extra, damit auf jeden Fall immer der Teambonus auch garantiert ist, dass eben Team Blau den meisten Schaden hatte und alle Blauen davon profitieren. Dass dann Team Rot den meisten Schaden hatte und alle davon profitieren und dann Team Gelb. Ist das schlau? Ist das super? Ist das übertrieben? Weiß ich nicht. Heutzutage denkt man sich, ja, ich habe so viele Bälle. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ne? Brauche ich auf einen Ball mehr oder weniger, kommt es trotzdem nicht an. Obwohl natürlich nicht jeder immer so 19 oder 18 Bälle hat oder 17. Und hier hat es jetzt auch relativ lange gedauert, bis der drin geblieben ist. So, wir bewerten ihn mal ganz kurz. Oh, was ist das? 8-6-3-93. Ein 93er für den Anfang. Okay, warum nicht? Ich habe, wie gesagt, ich habe ja hier, wenn wir mal nachschauen. Wo ist er denn, der Kollege? Ich habe ja hier schon mein 100% Entei, ne? Sogar als Best Buddy, damals noch aus Coburg. Können wir auch mal drauf machen. Können wir mal hier zeigen. 21.09.2017. Ihr wisst mal das Datum, wie lange das schon her ist. Und jetzt ist er auch wieder da. Und hier haben wir jetzt also das Shiny. Das muss ich aber hier irgendwie mal in Szene setzen, dass das gut aussieht. So. Es ist nicht shiny, es ist einfach scheiße und das war's. Hier ein shiny und hier das andere. Das hundertprozentige und hier das shiny. Das shiny werden wir auf jeden Fall jetzt noch mitnehmen. Das werden wir euch auch noch zeigen, wie wir das fangen. Dafür können wir euch hier eigentlich rumdrehen. Ich mach's mal hier unten. Ihr nehmt natürlich eine gelbe Beere. Ihr wisst, shiny Legendäre können nicht fliehen aus dem Raid. Also, sie sind im ersten Ball drin. Wenn ihr natürlich alles daneben werft, dann muss man ja wieder aufpassen, was man sagt. Wenn ihr alles daneben werft, dann ist er auch weg. Das war ein einfach fabelhafter und er ist jetzt direkt drin. Der kann jetzt nicht raus. Der kann nicht aus dem Ball ausbrechen. Sagen wir es mal so. Jetzt kommen wieder die nächsten Leute und sagen, hey, wenn man Cooldown hat, könnt ihr auch ausbrechen. Ja, jetzt dürft ihr aber nicht von irgendwelchen ominösen Fällen ausgehen. Ihr müsst vom Normalfall ausgehen. So, den können wir auch mal bewerten. 10, 13, 10. Okay, Shiny ist auf jeden Fall da. Rest ist auch da. Die anderen fange ich dann, glaube ich, alle zu Hause. Wir können aber noch mal ganz kurz, warum auch immer das hier oben so komisch aussieht, noch mal ganz kurz hier auf diese Johto-Sammler-Herausforderung gucken. Ist ja auch da seit 10 Uhr. Ihr seht die drei Starter wieder. Ihr seht Farbige, Lavita, Miltank, was es auch als Shiny gibt jetzt seit heute.
Können da wieder mitnehmen, können da wieder sammeln. Hier ist noch eine Johto-Event-Feier. Okay, da gibt es, glaube ich, ein Ho-Oh mit Erdbeben aus der Aufgabe. Also wenn ihr das fertig habt, könnt ihr auch nebenbei machen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mal rein, habt ihr mitgemacht? Habt ihr was? Was ist das denn? Oh, gewinne 1000 Raids mit einem Freund. Hey! Ja, toll. Und wie viel brauche ich dann für Platin? 2000 oder was? Was zählt das jetzt immer, wenn ich mit meinen eigenen Accounts gegenseitig spiele? Und wenn ich jemanden einlade oder mich jemand einlädt, das zählt doch dann auch alles dazu. Alter, wie viel habt ihr auf der Medaille? 1000 Raids mit einem Freund. Habt ihr auch 1000? Habt ihr mehr? Habt ihr weniger? Schreibt's mal rein und schreibt mal rein. Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein Gutes bekommen? War sogar ein 100er dabei? Lasst es mich wissen. Wir sehen uns heute Abend in der Spotlight-Stunde mit Funpi. Das war's von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.